Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Channel. Hier ist wieder Tenkaichi Meister. Und wir let's playen ab sofort Naruto Ultimate Ninja Storm. Ja, ich hatte eine Abstimmung, an der sich leider nicht so ganz so viele beteiligt hatten. Okay. Es ging darum, ob ich ab, nachdem ich jetzt mit Ultimate Ninja 5 durch war, ob ich mich dann Ultimate Ninja 4 widme oder Ultimate Ninja 2, weil da das erste Naruto Ultimate Ninja mit Story wäre, oder ob ich die Storm-Reihe machen soll. Und auf meinem letzten Ultimate Ninja 5 Part gab es extrem viele Stimmen, die entweder Storm oder Storm 3 gesagt haben. Storm 3, weil es quasi die Nachfolge von der Story von Ultimate Ninja 5 ist. Aber ehrlich gesagt, da fehlt so viel Content. Ultimate Ninja 5 endet ja Story-wise, wo Sasuke und Naruto wieder aufeinandertreffen. Und danach kommt ja das mit den Akatsuki, mit Azumas Tod, Kakuzu, dann kommt Itachi gegen Sasuke, Jiraiya gegen Pain und dann Naruto gegen Pain. Und das ist ja alles in Ultimate Ninja Storm 2. Und da habe ich gedacht, ach wisst ihr was, wir fangen einfach mal komplett bei The Roots an. Wir widmen uns Ultimate Ninja Storm. So, bevor wir aber irgendwas machen, ich bleib bei normal, wir wollen jetzt zwar nicht übertreiben. Und ich brauche japanische Stimmen, ohne die geht ja mal gar nichts. Ja. Perfekt. Okay. Ich habe Ultimate Ninja Storm zweimal durchgespielt, einmal auf der PlayStation 3. Und dann nochmal auf dem PC damals, wo es rauskam. Und wir gehen ohne weitere Verzögerung direkt in den ultimativen Missionsmodus. Nehme als Naruto verschiedene Missionen an diesem gewaltigen Action-Abenteuer. Spiel. Okay. Ja, die Ultimate Ninja Storm-Reihe ist einfach das ikonischste mit, was die Naruto-Spielindustrie hier rausgebracht hat, würde ich mal sagen. Es gibt Rivalen natürlich, es gibt die Rise of a Ninja-Reihe, beziehungsweise Rise of a Ninja und Broken Bond für Xbox 360. Auch grandiose Spiele, keine Frage. Aber da kommt halt nicht viel mehr ran, was Naruto betrifft, wirklich. しかし、お前もついに下忍か。
Es ist halt derselbe Fall. Wie bei Dragon Ball Budokai, was ich jetzt momentan auch Let's Player. Man merkt, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Grafisch, szenarisch, ein Meisterwerk einfach. いるか先生。うん。俺ってば、もうこの葉の忍びなんだぜ。いつまでもいるか先生に心配されてるわけにはいかねえんだ。こっからは他芸の道を全力で突き進むだけだってばよ。 その前に腹ごしらえしとかないとね。頑張れよ、ナルト。 Es ist einfach immer wieder ein nostalgischer Throwback. Und ich find's nice. Also, Spielanleitung. Im ultimativen Missionsmodus steuerst du Naruto und übernimmst unterschiedliche Missionen, eingeschlossen Kämpfen und Minispiele. Missionen können aus dem Missionsliste im Startmenü aufgenommen werden. So, das hier ist Konoha in Naruto Ultimate Ninja Storm. Es ist tatsächlich Open World. Ich weiß nicht wieso, aber das Spiel kommt mir gerade extrem slow vor. Oder ist man anfangs einfach so langsam? Ich weiß, ich habe das anders in Erinnerung. Aber gut. Wir könnten jetzt hier Mission annehmen. Ich weiß, irgendwie kommt mir das langsam vor. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich das Free Roaming von Ultimate Ninja 5 noch im Kopf habe. Oder wir erreichen hier keine volle Framerate. Aber ich glaube, das würde sich auch irgendwie anders zeigen. Wisst ihr was? Ich guck einfach mal. Wo ging denn der Spaß hier? Machen wir doch mal einen FPS-Zähler an. Oh, ich habe tatsächlich keine volle Framerate. Ja, lol. Interesting. Okay, schalte mit der Back-Taste zwischen Radar und Weltkarte um. Bisschen schon auf der Karte als Symbol, okay. Ich habe tatsächlich keine volle Framerate. Lol. Okay, wisst ihr was? Ich tweak mal eben die Settings und dann bin ich wieder da. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich hatte MSA auf mal 8. Das war vielleicht ein bisschen Overkill. Aber jetzt, ja, das sieht schon ein bisschen anders aus, oder? Okay, das war ein huge Fail und ich habe was kaputt gemacht. Zerstörbare Objekte wie Krüge oder Papierlaternen sind überall im Dorf zu finden. Zerstöre sie, dann fliegt Geld heraus. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte ist, der Story Mode, beziehungsweise der Ultimate-Missionsmodus von Storm 1, ist eine riesen Open World, die zwar nur in Konoha spielt, aber dennoch eine liebevoll gemachte Welt. Und ja. Ohne Ladezeiten, zumindest was diese Open World betrifft. Aber wir haben auch noch eine andere Funktion, wie ihr sehen könnt. Auf Y die Naruto-Kanone. Drücke Y bei freier Steuerung, um per Naruto-Kanone eine große Strecke zurückzulegen. In Klammern verbraucht Chakra. Bewege den Cursor mit dem linken Stick zum Sprungziel und drücke A. Damit führst du einen Sprung mit Hilfe des Schattenabhänger-Jutsu aus. Wenn du im Sprung auf ein Hindernis stößt, verändert das deine Sprungbahn. Berührt der Cursor bei der Wahl des Sprungziels ein Hindernis oder eine Wand, zeigt er die Gefahr durch Orangefärbung. Also wie ihr seht, noch
legen wir quasi kaum eine Strecke zurück. Aber das wird sich im Verlaufe noch ein bisschen ändern. Aber gut. Also wie ich es einfach sagen wollte, es ist eine riesige Open World. Und man kommt hier auf verschiedene Gebäude. Sogar Narutos Haus gibt es hier. Da werden wir aber bei Zeiten hinkommen, obwohl. Ich glaube fast. Ne, das. Ist es das? Nein, das ist es nicht. Ich muss gucken. Also es gibt viele berühmte Gebäude. Ihr seht das Hokage Building. Dann ist da die Schule da hinten. Das ist Narutos Haus. Oh, da ist Teuchi. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht besuchen. Ja, man muss gucken, wo man hier lang geht. Hier, das ist glaube ich Narutos Haus, wenn ich mich nicht täusche. Das müsste es sein. Na. Ach, hinterher habe ich hier nur Müll. Also ich glaube, wir kommen da lieber später zu. Und kümmern uns erstmal um die Hauptstory. Dafür gehen wir auf die Missionsliste. Und widmen uns erstmal. Okay. Mission. Sieh nach, welche Missionen zur Verfügung stehen. Es gibt zwei Typen. Flashback-Missionen. Die Story wird vorangetrieben. Freie Missionen. Missions-EP werden gesammelt. Spielfortschritt wird in der Konoha-Schrift, sag ich mal, für Flashback-Missionen aufgezeichnet. Bei freien Missionen kommt es auf die Schwierigkeit an. D- bis S-Schriften. Symbollegende. Kunai. Derzeit verfügbare Missionen. Kunai mit einer Zahl. Nicht verfügbar, nicht genug EP. Fragezeichen. Mission noch nicht aufgetaucht. Bei Abschluss jeder Flashback-Mission wird eine neue Mission hinzugefügt. Sind alle Missionen abgeschlossen, ist auch das Spiel abgeschlossen. Es gibt verschiedene Arten von Symbolen. Jedes Symbol steht für eine unterschiedliche Art von Mission. Details zu den Symbolen findest du auf der nächsten Seite. Und hier sehen wir die Symbole. Okay. Wir haben gerade diese erste Cutscene gesehen mit dem neunschwänzigen Fuchs und Naruto und Iruka. Das war die erste Mission und ein Film. Jetzt kommen wir zum ersten Kampf. Überlebenstraining. Der Genin-Novize Naruto hat seinen Team 7 Kameraden Sasuke und Sakura sowie seinen Lehrmeister, den Jonin namens Kakashi, kennengelernt. Überraschend wurden die drei von Kakashi aufgefordert, einen Trainingskampf zu bestreiten. Erfüllt die Kampfvorgaben. Okay, also wir müssen einfach nur gewinnen, wie es aussieht. Und Bonusvorgaben gibt's auch nicht. Gewinne den Kampf in einem Zustand, in dem der Erwachtmodus nicht möglich ist, was logisch ist, weil Naruto da den neunschwänzigen Fuchs noch nicht benutzen konnte. Oder sagen wir einfach direkt Kuramas Chakra. Endlich bin ich gehen und habe die anderen Mitglieder meines Teams getroffen. Die wunderschöne Sakura und den obercoolen Sasuke. Dazu den Lehrmeister und Jonin Kakashi. Wie auch immer, ihr Typen geht mir lieber aus dem Weg und haltet mich nicht auf. Tja, ich habe Sensei Kakashi gerade erst kennengelernt und schon schickt er uns zur Teilnahme an einer Übung zum Überlebenstraining. Aha, das gibt mir die Chance, meine Kraft zu beweisen. So viel ist sicher. Also wie gesagt, gewinne den Kampf in einem Zustand, in dem der Erwachmodus nicht möglich ist. Also das wird einfach. Was ich aber sagen muss, und das wird euch vielleicht auffallen, meiner Meinung nach wurden alle Storm-Teile nach Alternative Storm 1 grafisch downgerankt. Hey.
auch farblich ist es, glaube ich, ein bisschen intensiver als die anderen Storm-Teile. Und wie ihr gemerkt habt, das Ultimate Jutsu ist in 30 FPS, das haben sie nicht geändert, aber sonst alles in 60 FPS. Also ich finde, Ultimate Storm 1 ist der grafisch beste Teil der Reihe und auch darstellungsmäßig ist am meisten Detail drin. Es wurde damals gesagt, als Ultimate Storm 2 für Xbox 360 auch rauskam, dass deswegen das Spiel ein bisschen grafisch down genommen wird. Weil es halt dann einen anderen Fokus hat in der Engine, sag ich mal. Aber okay. Geheimschriften. Beim Erfüllen von Missionen tauchen über dem Dorf Geheimschriften auf. Sammle sie und bringe sie zu Sensei Iruka. Er tauscht sie gegen Items, die du zum Erlernen von Hilfs-Ninjutsu im Kampf benötigst. Erfülle viele Missionen und sammle so viele Schriften, wie du kannst. Neues Item in der Sammlung. Diorama-Basis Überlebenstraining. Diorama-Basis neu in der Sammlung. Diorama-Basen gibt es für den Abschluss bestimmter Flashback-Missionen. Zu jeder Basis gehören auch Sammel-Items. Sammle sie und bringe sie in der Basis an, um das Diorama zu vervollständigen. Ein Zutatenbeutel mehrere ist auf der Stufe aufgetaucht. Zutatenbeutel enthalten praktische Items, die in Ichirakus Nudelhaus verwendet werden können. Findest du einen Ort, der aussieht, als ob etwas versteckt ist, nimm dir einen Moment, um ihn zu durchsuchen. Zutatenbeutel können auch an Orten auftauchen, wo es vorher keine gab. Achte auf jede Information, die auf neu aufgetauchte Beutel hinweist. Ein Missionsinformationscharakter oder mehrere ist auf der Stufe aufgetaucht. Nimm die Kartenmarkierung zu Hilfe, um sie zu finden. Bei Abschluss einer Flashback-Mission erscheint manchmal ein Missionsinformationscharakter. Sprichst du mit ihm, wird eine freie Mission in die Missionsliste eingetragen. Über dem Infocharakter erscheint ein Rollensymbol. Auf der Radarkarte erscheint auch ein Rollensymbol. Okay, das war eine Menge lesen. Aber ja, wir sehen hier einen roten Punkt auf der Karte. Das ist eine Rolle. Die muss man nur erstmal finden. Oder ne, warte mal, die gelben sind, was ist denn mal rot? Also ich glaube, rot ist... Wenn man hier rein kann. Ich glaube, man kann hier was drauf. Ja, man kann. Ja, genau. So, hier gibt es diese Steinplatten und hier eine verschlossene Tür. Wirklich auf welche Fässer oder Kisten sie dann dort zu finden, hebst sie auf, um sie anderswo hinzubringen. Stellst du ein Objekt auf einen Schalter, wird ein Auslöser aktiviert und die Tür zum nächsten Gebäude geöffnet. Genau. Das stellt man jetzt hier drauf. Und dann geht hier die Tür auf. Und dann haben wir diesen Zutatenbeutel. Du hast ein Item erhalten, Hühnerfleisch. Und diese Zutaten wiederum braucht man für Ichiraku, also für Teuchi. Und warum exakt, das finden wir nämlich jetzt raus.